30. Dezember, 14.17 Uhr, Bezirksgericht, Angeklagtenzimmer Nummer 5. Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir machen weiter mit Phoenix Wright Ace Attorney Justice for All. Der dritte Fall nähert sich seinem Ende und deswegen wollen wir ohne Umschweife eigentlich auch direkt beginnen und deswegen sage ich jetzt einfach nur viel Spaß und Film ab. Das gibt's nicht. Akro? Unglaublich, oder? Auf jeden Fall. Dabei war er doch immer der Ehrlichste aus der ganzen Truppe. Meine Güte. Unglaublich. Akro hat bewusst versucht, ihnen den Mord in die Schuhe zu schieben. Er? Wirklich? Psst. Psst. Hüstel. Mann. Was für ein Vertreter kleiner Mistkerl. Naja, so kann man's auch sagen. Hey, Junge! Du ignorierst mich, nachdem ich mir so viel Mühe gemacht habe, Beweise zu besorgen? Ah, Inspektor Gumshoe. Ach, vergiss es. Ich gehe nach Hause. Der Kerl verdient sowieso eine Verurteilung. Tut mir wirklich leid, Herr Inspektor. Nichts für ungut. Entspannen Sie sich. Wir hätten doch einen Schluck richtig leckere Milch anzubieten. Wie wär's mit einem kleinen Kartentrick, Herr Inspektor? Hohohoho, wenn du drauf bestehst. Sie sagten doch gerade was von Beweisen, die da wären? Bitte sehr. Was? Das war doch gestern in Akros Zimmer. Unsere Ermittlungsergebnisse. Du kannst später noch einen Blick drauf werfen. Damit handeln Sie sich aber jede Menge Ärger mit der von Karma ein, oder? Genau deswegen sollte das hier auch unter uns bleiben. Aha. Also, Details sind von entscheidender Bedeutung. Wir sind zwar keine Verbündeten, aber bis jetzt verlief vor Gericht alles genau so, wie wir es geplant hatten. Dafür hatte es von Karma aber ganz schön eilig. Du kommst schon noch drauf, Junge. Gestern haben wir unseren großen Plan in die Tat umgesetzt. Großen Plan? Genau. Da fällt mir ein, ich soll dir etwas von der Staatsanwältin ausrichten. Das Urteil wird erst im allerletzten Moment gefällt. Das war's. Und für mich war's das auch. Ich gehe nach Hause. Was hat er bitte mit diesem allerletzten Moment gemeint? Mir kam sein ganzes Gerede rätselhaft vor. Oh, eins noch. Haben Sie mich erschreckt. Sieht aus, als hätte der Zirkus ein riesen Care-Paket für den Angeklagten geschickt. Für mich? Milch. Der Empfang sieht aus wie eine Molkerei. Da musst du dich ganz schön beeilen, um die auszutrinken, bevor sie schlecht wird. Eine ganze Molkerei? Für mich alleine? Ach ja. 30. Dezember, 14.27 Uhr, Bezirksgericht. Gerichtssaal Nummer 2. Ganze Eingangshalle voller Milch, aber gut. Warum eigentlich Milch? Weil er diese bäuerlichen Wurzeln hat, ja? Verstehe ich den Gag dahinter richtig, oder? Weiß nicht genau. Na gut. Die Sitzung ist hiermit eröffnet. Wenn wir dann bitte fortfahren könnten. Frau von Karma, machen Sie bitte da weiter, wo Sie letztes Mal aufgehört haben. Ich möchte mit der Befragung Akros fortfahren. Es geht um seine Beziehung zum Opfer. Außerdem würde ich gerne Beweise von der Verteidigung vorgelegt bekommen. Beweise dafür, dass Akro ein Motiv gehabt hat, diesen Mord zu begehen. Verstanden. Also, Herr Dingling. Ja, Euer Ehren. Bitte fahren Sie mit Ihrer Aussage fort. Endlich kommen wir zum Motiv. Aber, Nick, ist alles okay? Tu mir einen Gefallen und stell mir keine Fragen. Du willst die Antwort sowieso nicht. Oh. Zeugenaussage über den Zirkusdirektor. Als Kinder wurden wir von unseren Eltern ausgesetzt. Der Direktor von Barrys großem Zirkus, Russell Barry, nahm uns bei sich auf. Als ich so um die 9 war, fing ich an, als Akrobat aufzutreten. Ich wollte dem Direktor doch nur etwas zurückgeben. Was für ein rücksichtsvoller junger Mann. Wie wir gehört haben, hatte der Zeuge größten Respekt vor dem Opfer.
Wie kann man nur auf die Idee kommen, dass Akro den Mann ermordete, den er so achtete? Sie haben recht. Wie kommt man auf diese Idee, Herr Wright? Wir können dann wohl von einem Kreuzverhör absehen? Diese Frage beschäftigt mich auch schon die ganze Zeit. Warum sollte Akro den Zirkusdirektor ermorden? Das könnte meine letzte Gelegenheit sein, diese Frage zu beantworten. Auf zum Kreuzverhör, was soll's. Die Verteidigung hat das Recht, den Zeugen zu befragen. Du bist so taktlos, Phoenix Wright. Gerechtigkeit schert dich in den Dreck, oder? Du willst nur ein Motiv konstruieren. Das sagt ausgerechnet sie, aber egal. Also gut, Herr Wright. Ihr Zeuge. Kreuzverhör über den Zirkusdirektor. Als Kinder wurden wir von unseren Eltern ausgesetzt. Wir? Ja, mein Bruder Sean und ich. Was? Sie haben einen Bruder? Wie alt wart ihr zu dem Zeitpunkt, Akro? Ich war 8 Jahre alt und mein Bruder war 4. Sie hatten ganz schöne Rabeneltern, was? Wir sind inzwischen darüber hinweggekommen. Immerhin haben wir dadurch diese wundervollen Leute vom Zirkus kennengelernt. Nick, der Richter hat schon ganz feuchte Augen. Scheint, als hätte er eine Schwäche für rührselige Geschichten. Oh, au! Im Gericht wird nicht geheult. Lasst uns weitermachen. Na, der Zeuge möge mit seiner Aussage fortfahren. Ja. Der Direktor von Barrys großem Zirkus, Russell Barry, nahm uns bei sich auf. Wie würden Sie Ihre Beziehung zum Zirkusdirektor beschreiben? Er war für mich Onkel, Vater und großer Bruder zugleich. Der Zirkusdirektor und mein Bruder waren die einzige Familie, die ich hatte. Und wie verhielt es sich mit den anderen Zirkusleuten? Das ist über 15 Jahre her. Damals kamen nur sehr wenige Zuschauer. Deswegen hatte niemand die Zeit, sich um uns zu kümmern. Sie hatten andere Sorgen. Aber der Zirkusdirektor, er hatte immer wieder Zeit und ein Lächeln für uns übrig. Was für eine wundervolle Geschichte. Deswegen dachte ich auch ständig darüber nach, wie ich ihm helfen könnte. Zum Dank. Nick, Akro scheint ein herzensguter Mensch zu sein, oder? Ja, scheint ein netter Kerl zu sein. Das erleichtert mir die Sache nicht gerade. Und wie lange standen Sie in der Manege? Als ich so um die 9 war, fing ich an, als Akrobat aufzutreten. So jung sind Sie schon als Akrobat aufgetreten? Ich habe den Direktor so lange bekniet, bis er mich endlich ließ. Seitdem bin ich immer in hervorragender körperlicher Verfassung gewesen. Außerdem entschloss ich mich damals, mit meinem Bruder eine eigene Gruppe zu gründen. Wir nannten uns die Flying Dingling Berries. Fast sowas wie ein Familienname. Von denen habe ich sogar in Deutschland gehört. Lügnerin. Mir ging es darum, dem Zirkus irgendwie zu helfen. Sie sind ein wirklich bemerkenswerter junger Mann. Wie der Richter Akro ansieht, wie ein stolzer Vater. Ich wollte dem Direktor doch nur etwas zurückgeben. Gab es jemals irgendwelche Streitigkeiten zwischen Ihnen und dem Direktor? Au! Wie kannst du es wagen, so eine Frage zu stellen, Phoenix Wright? Hast du vielleicht irgendetwas an der Aussage des Zeugen nicht verstanden? An den tiefen Gefühlen, die beschrieben wurden? Denk mal darüber nach, Phoenix Wright, und zwar gründlich. Au! Au, 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 au! Von welcher Seite man es auch betrachtet. Ich kann nicht erkennen, warum der Zeuge das Opfer hätte umbringen sollen. Ganz genau. Ich hatte gehofft, dass wir da einer Meinung sein würden, euer Ehren. Nick, ich sag das wirklich nicht gerne, aber ich finde, die beiden haben recht. Na, klasse. Statt die Wahrheit herauszufinden, stehe ich jetzt da wie ein Volltrottel.
Ich denke, das sollte vorerst genügen. Nach genauerer Betrachtung der Frage nach einem Tatmotiv dieses Zeugen bin ich zu dem Schluss gekommen, diese Möglichkeit als äußerst unwahrscheinlich anzusehen. Ganz genau, Euer Ehren. Herr Wright, ich würde Sie gern etwas fragen. Nur zu, Euer Ehren. Wie lautet Akros Motiv für den Mord am Zirkusdirektor? Könnten Sie mir das genauer erklären? Nö. Nick? Na klar. Klar wie Kloßbrühe. Von Anfang an klar. Euer Ehren, dass Akro ein Motiv für den Mord am Direktor hatte, kann nicht bewiesen werden. Was? Akro hatte nämlich nicht den geringsten Grund, den Direktor zu ermorden. Au! Deine albernen Versuche, uns zum Narren zu halten, sind so dermaßen einfältig. Hast du es etwa vergessen? Du hast diesen Zeugen doch beschuldigt, oder? Du sagtest so etwas wie, das hier ist der wahre Mörder von Direktor Russell Berry. Wenn du das Ende schon vorwegnehmen möchtest, ja, dann hast du recht. Das Ende vorwegnehmen? Akro. Sie wollten den Direktor gar nicht umbringen, richtig? Der Zirkusdirektor war gar nicht ihr Ziel in jener Nacht. Was hast du da gerade gesagt? Ich sagte, dass der Mordplan des Zeugen nicht auf den Direktor abzielte. Er hatte nicht vor, Russell Berry umzubringen. Was? Ruhe, Ruhe! Gerichtsdiener, jeder, der laut ist, bekommt Ohrfeigen. Gerichtsdiener, jeder, der laut ist, bekommt Ohrfeigen. Zwei, wenn nötig. Herr Wright, was in aller Welt wollen Sie diesem Gericht antun? Au! Phoenix Wright, was in aller Welt willst du diesem Gericht antun? Willst du etwa darauf hinaus, dass Akro es auf jemand anderen abgesehen hatte? Ja, doch. Genau darauf will ich eigentlich hinaus. Und auf wen hat er es wohl abgesehen? Natürlich auf Regina. Regina Berry? Dieses junge Mädchen ist die Tochter des Direktors, richtig? Akro, Sie hatten in jener Nacht eigentlich vor, sie zu töten, oder etwa nicht? Er muss diese Frage nicht beantworten. Das ist eine hinterhältige Suggestivfrage. Er kann diese Frage ganz einfach beantworten. Wenn ich Unrecht habe, sagen Sie einfach nur falsch. Das reicht schon. So einfach geht das also, Phoenix Wright? Genug. Herr Wright, wenn ich dürfte, würde ich gerne... Au! Der Einzige, dem ich erlaube, mich zu unterbrechen, ist der Tod. Was? Lass auch du dir das gesagt sein, Phoenix Wright. Leg Beweise vor. Sofort! Warum hat Akro vorgehabt, Regina Berry umzubringen? Ja, das will ich auch wissen. Beweisen Sie das. Legen Sie Beweise dafür vor, dass Akro vorhatte, das Mädchen zu ermorden. Naja, wir hatten da ja mal so eine gewisse Notiz gefunden. Akro, kommt Ihnen das hier irgendwie bekannt vor? Das ist... eine Notiz, die im Frack des Zirkusdirektors gefunden wurde. Im Frack des Opfers? Geschrieben von Akro. Und welch Ironie, die Überschrift lautet... an den Mörder. Diese Notiz zielte darauf ab, jemanden um 22 Uhr an den Tatort zu locken. Sie sagen also, er hat Russell Berry damit veranlasst, am Tatort zu erscheinen? Es gibt da bloß noch ein kleines Problem. Problem? In der Tat hat Akro diese Notiz in jemandes Tasche deponiert. Allerdings war dieser jemand nicht der Zirkusdirektor. Du meinst, sie war nicht für den... Genau das meine ich. Diese Notiz war für niemand anderen bestimmt als für Regina Berry. Ruhe, Ruhe, Ruhe! Herr Wright, Ihre kleine Theorie. Das ist die reine Wahrheit, Euer Ehren. Keine Theorie. Einfach gesagt, Regina dachte, die Notiz sei nicht an sie gerichtet.
Also hängte sie sie morgens an das schwarze Brett in der Cafeteria. Und da hat ihr Vater, ich meine der Direktor, die Notiz gelesen? Stimmt genau. Also erschien der Direktor anstelle Reginas am Tatort. Und wegen dieses kleinen Versehens starb er anstelle von Regina. Das ist unglaublich. Erinnern Sie sich an Akros Aussage von heute Morgen? Trotzdem hätte ich es nicht geschafft, die Büste zu heben und aus dem Fenster zu sehen. Diese Belastung hätte mein Unterkörper unmöglich aushalten können. Hätte ich das versucht, wäre ich wahrscheinlich auch aus dem Fenster gefallen. Akro hatte keine Ahnung, wer da wirklich am Tatort auftauchte. Es war ihm nämlich nicht möglich, nach unten zu gucken, um nachzusehen. Ich hab's. Akro ging davon aus, es handele sich um Regina. Und deswegen ließ er die Büste fallen. Hey Nick, sitzt Regina nicht unter den Zuhörern? Ja, leider wird's jetzt noch übler für sie kommen. Hoffentlich kommt Regina damit klar. Akro schrieb diese Notiz also an Regina. Dummerei und Dummheit eines dummen Dummkopfes mit nichts als Dummheiten im Kopf. Jetzt bringst du mich mit deinem Quatsch und dazu, selbst Blödsinn zu reden. Also gut, Phoenix Wright, da du doch so schlau bist, erkläre uns diese Zeile. Ich bin im Besitz eindeutiger Beweise über den Tathergang. Diese Zeile stammt aus der Notiz, das stimmt. Gesetzt den Fall, diese Notiz war wirklich für Regina Barry bestimmt, hieße das also, dass die Notiz Regina Barry des Mordes beschuldigt. Du verstehst es einfach nicht, oder? Was? Was hast du da gerade gesagt? Dem Direktor war klar, was die Notiz bedeutete. Deswegen ging er zum Tatort. Anstelle seiner geliebten Tochter. Ganz kleinen Moment mal, Herr Wright. Auf welchen Vorfall bezieht sich die Notiz denn überhaupt? Auf den Vorfall, der sich vor 6 Monaten zutrug,